Hi, hier ist der Frank vom Kochblog hamburg.de. Wobei, das stimmt ja nicht. Doch. Foodblog heißt das. In aller Phyllis Blue. Guten Tag, hier ist der Frank vom Foodblog hamburg.de. Ja, ich kann es ab und an. Nicht immer, aber ab und an. Schön. Danke. So, heute haben wir uns überlegt, dass wir Milchreis machen wollen. Aber ohne Milch, nämlich vegan. Dann kann man das auf verschiedene Weisen machen. Zum einen kann man das mit Kokosmilch machen, ne? Wird aus der Kokoskuh gewonnen. Oder man kann das auch mit Hanf machen. Nein, Quatsch, nee, nicht mit Hanf. Ganz, ganz falsch. Nein, mit einer Hafermilch. Ich habe die Hafermilch gekauft. Man kann es auch selber machen, erkläre ich euch gleich. Wir tun jetzt 1 Liter Hafermilch in diesen Topf. Patsch. Schön Speichel machen. Ich glaube, das Top ist ein bisschen klein, ne? Findest du? Ich finde den Topf klasse. Okay. Das ist ein super Topf. Und dann tun wir da 250 Gramm Milchreis rein. Die halbe Packung. Eigentlich stehe ich ja nicht so auf halbe Sachen, aber heute mache ich mal halbe Sachen. Ich kriege das nicht auf. Das geht auch ohne Schere. Seht ihr? Das geht auch ohne. Das ist nämlich Bio und wird vegan. So, jetzt tun wir da noch die halbe Packung Milchreis rein. So. Guck mal, das passt doch. Passt doch super. So. Machen wir es auch gleich dazu. Super. Dann machen wir mal den Herd an. Und dann lassen wir das jetzt kochen. Dann tun wir da jetzt schon mal ein bisschen Salz rein. Das reicht. Und nee, ich tue den Zucker da noch nicht rein, weil dann brennt es nämlich schneller an. So, dann rühren wir schon mal so ein bisschen hin und her. Oh, ist das schön. Das mit den Rühren, das wird jetzt ein bisschen länger und häufiger werden. Aber jetzt muss das erstmal warm werden. Währenddessen kann ich ja mal ein bisschen was erzählen. Während hier jetzt mein Herd ausgegangen ist. So, dann will ich mal für ein paar Fakten sorgen. Also, die Hafermilch bringt so ein bisschen was an Vorteilen. Ist nämlich sehr gesund. Hat Vitamin E, B1, B2, B3 und B6, Mineralstoffe wie zum Beispiel Natrium, Kalium, Magnesium, was natürlich echt gut ist so für Sportler, und natürlich auch Eisen. Finde ich schon, ja, finde ich ganz toll. Wobei ich trinke auch gerne Milch, aber wir wollen es ja heute hier vegan produzieren. So, andere Frage ist, wie macht man denn Hafermilch? Also man kann ja nicht auf die Weide laufen und da die Haferkuh melken. Das funktioniert ja nicht. Also, wie macht man Hafermilch? Ganz einfach. Man nimmt sich einfach Wasser, kocht das Wasser auf, tut in dieses Wasser, also 1 Liter Wasser, da in diesen 1 Liter Wasser tut man ungefähr 100, 130 Gramm Haferflocken, kocht das kurz auf, nimmt sich einen Zauberstab, püriert das einmal richtig fein durch, lässt das abkühlen und nimmt dann ein Geschirrhandtuch, ein saures natürlich, und seiht das dadurch ab und drückt dann im Endeffekt aus diesen Haferflocken, die jetzt in dem Handtuch drin sind, drückt man richtig die Milch raus, so dass man dann wirklich nur noch, ja, wie soll ich sagen, die Haferflocken übrig hat. Und das, was dann halt da an Flüssigkeit ist, das ist die Hafermilch. Also einfach gemacht.
Schön, gut zu wissen. Ja, und auch viel günstiger, als wenn man sich so eine Hafermilch kauft, wie ich jetzt, und dafür fast 2 Euro hinlegt, was ich schon fast frech finde. Das ist ja teuer. Das ist richtig teuer für ein Produkt, was, behaupte ich mal, keine 30 Cent kostet, wenn ich das selber mache. So, das muss jetzt hier so ein bisschen vor sich hin kochen. Ich werde das jetzt immer wieder ein bisschen umrühren. Ich melde mich gleich mal wieder. Es dauert natürlich immer alles ein bisschen länger bei so einem Milchreis. Ich reiß den Herd jetzt aber auch nicht auf, weil dann brennt mir das natürlich gnadenlos an. Da habe ich natürlich gar keinen Bock drauf. Deshalb mache ich das halt ganz langsam hier und rühre dabei. Jetzt am Montag haben wir ja unser letztes Video hochgeladen. Das war das Wrap, das vegane, mit dem Tempeh drin. Das für unser Verhältnis ist das ja richtig gerannt. Wir haben über 130 Leute jetzt innerhalb von 2 Tagen sich angesehen. Wahnsinn! Finde ich echt ganz, ganz toll. Wenn ihr unsere Videos guckt und die wirklich gut findet, dann tut uns doch einfach einen Gefallen. Abonniert uns. Weil dann können wir eventuell auch ein bisschen Werbung, ein bisschen Geld verdienen und kriegen vielleicht so ein bisschen was an Umkosten von dem, was wir hier ausgeben, auch immer dafür, auch gerade so techniktechnisch, auch wieder rein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Jetzt ist natürlich gerade Milchreis auch nicht gerade so der Mega-Burner, um zu sagen, ist alles so teuer. Das ist es nicht, das stimmt. Aber es kommt trotzdem 1 Euro zum nächsten. Also bitte abonniert uns, wenn es euch gefällt. So, was gibt es noch zu erzählen? Ja, dass ich jetzt hier stehe und rühre. Und ich glaube, ich melde mich gleich wieder, wenn wir mal ein bisschen weitergekommen sind hier. Bis gleich. Ja. Ich habe jetzt gerade einen Esslöffel voll braunen Zucker da reingetan. Und ja, das sieht eigentlich schon ziemlich genial aus. Ich suche mir jetzt noch mal eben schnell ein bisschen Vanillezucker oder Vanilleextrakt und das tun wir da auch noch mit rein. Ich benutze ja immer von Dr. Oetker die Finesse Bourbon Vanille. Ich kriege außerdem kein Geld dafür, dass ich das jetzt hier gesagt habe. Ich finde die aber sehr gut. Davon tue ich jetzt ein bisschen was da hinein. Und ja, dann werden wir das gleich mal anrichten. Weil das ist eigentlich schon ganz geil. Super lecker. Sieht richtig toll aus, ne? Ja, man könnte das jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit verdunsten lassen. Dann wird es noch ein bisschen fester. Aber ich finde das eigentlich so auch schon ganz toll. Und dann ein bisschen Obst dazu. Wunderbar. So, da ist er jetzt schon angerichtet. Das ist mein Veggie-Milchreis mit Zimt und Zucker. Und das ist die Variante mit einer Erdbeere obendrauf. Wir essen das jetzt kalt. Kann man natürlich auch warm essen. Kann man natürlich auch sich irgendwie einen Kirschkompott bauen oder irgendwelche anderen tollen Früchte darüber setzen. Man kann natürlich auch anstelle von den, da hinten ist mein Topf mit dem restlichen Milchreis. Man kann das Ganze natürlich auch anstelle von Hafermilch, kann man das natürlich auch mit Kokosmilch machen. Das wäre die zweite Variante, um das Veggie zu machen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Abonniert uns, lasst uns einen Daumen da. Ja, dann sage ich ja viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Und Frank von foodblogamburg.de.